Auch ich möchte Sie ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz und zum ersten Besuch dieser Ausstellung beglückwünschen und Ihnen dafür danken, dass Sie gekommen sind. Ich möchte zunächst auch mal Sam Keller danken, dass er die Initiative hatte, uns einzuladen hier in diesen großartigen Räumen. Ich glaube, es gibt keine schöneren, Max Ernst zu zeigen, und zwar in der Verbindung mit der Natur. Und Max Ernst gehörte ja zu den großen Bewunderern der Natur. Die Lektüre von Naturgeschichte, die Lektüre von wissenschaftlichen Studien über Insekten, über Pflanzen beschäftigen sie ihn ebenso wie seine tägliche Lektüre in drei Sprachen, die vor allem der Poesie galt. Ich danke dir ganz herzlich und ich danke Raphael Bouvier und Julia Trost, mit der ich schon einige Projekte und Publikationen durchgeführt habe, und allen Mitarbeitern in diesem wunderbaren Haus hier, für dem, ich möchte sagen, nicht nur erfolgreiche, reiche, sondern auch lustvolle Zusammenarbeit. Sam, du hast vorher in einem Zitat, einem längeren Zitat von Max Ernst, einen Passus herausgegriffen: Doch wehe, wenn er ein Maler ist verloren, wenn er sich findet. Ich möchte das noch ergänzen durch den Nachsatz, den Max Ernst hinzugefügt hat, ein stolzer Nachsatz: Dass es ihm geglückt ist, sich nicht zu finden, betrachtet Max Ernst als sein einziges Verdienst. Das ist nun eine ganz wichtige, tiefe Überlegung, die ins Zentrum auch der Auseinandersetzung mit der Historie im 20. Jahrhundert, mit der Kunstgeschichte führt. Und es gibt neben Max Ernst nur noch einen anderen Künstler, der auf der Art, möchte man sagen, oft unverständliche, brutale Weise das eigene Werk abgebrochen hat, um etwas Neues zu beginnen, um dem zu entgehen, was die Langeweile ist, und zwar Picasso. Und dass die Langeweile die große Gefahr im 20. Jahrhundert ist, die alles Schlimme hervorgebracht hat, hat kein anderer als Kierkegaard behauptet. Er hat gesagt, die Langeweile ist das Schlimmste, was den Menschen und die kulturelle Beschäftigung des Menschen, was diesen auflauert. Deshalb forderte er eine ständige neue Flurbestellung. Und wir merken das bei Max Ernst, wir merken das bei Picasso. Stellen Sie sich vor, Picasso kam nach Paris, er machte diese süffigsten, bourgeoisesten Bilder der blauen und rosa Periode, die in alle Salons Eingang finden konnten. Und mit einem Schlag, unerklärbar und unerklärt, 1907 lässt er das fallen, bricht er aus dem, was die Lust des Bürgertums und was die Kunstvermittlung der Zeit betrifft, und malt an einem Bild den Demoiselle d'Avignon, einem hoffnungslosen Experiment, das ja schließlich auch dann nicht fertig wurde, das als grandioses Torso dann von den Surrealisten erst zu Beginn der 20er Jahre entdeckt wurde. Aber er malte es und alle dachten, er ist verrückt geworden, und es hieß, er wird sich hinter seinem Bild erhängen. Ein Topos des 19. Jahrhunderts vom Künstler, der sich hinter dem Werk umbringt, den wir von Zola kennen. Max Ernst hat auch wie Picasso ständig den Weg unterbrochen. Er suchte immer etwas anderes. Und vielleicht hat es auch mit seinem eigenen Leben zu tun, das ja auch ein Leben der Unruhe war, ein ständiges Umziehen war. Ein Freund von ihm sagt ja auch auf Max Ernst bezogen: Man reist, um die Welt bewohnbar zu machen. Und Max Ernst war ein Mann, der die Welt bewohnbar gemacht hat in Deutschland, in Frankreich, in Amerika, und als er zurückkam, und er war strikt gegen Grenzen. Meine Damen und Herren, ich muss noch mal darauf zurückkommen.
die Gleichzeitigkeit Hodler und Max Ernst hier im Haus, sie kann nicht zufällig sein. Du hast es erwähnt, Max Ernst hatte mir erzählt, dass er in seinem Seminar in Bonn eine Arbeit über Hodler gemacht hat. Er war von Hodler fasziniert und er hat mir das auch erklärt. Er hat es vor allem präzisiert mit seinem Hinweis auf seine Faszination durch das Engadin, durch die Berge, die er in der Nähe von Maloja bestiegen hat, die er mir von italienischer Seite, auch vom Comersee gezeigt hat, die Spitzen, auf die damals gestiegen sind. Und diese Spitzen, die sich im Blau verlieren, die wir ja mit Blick aufs Mont Blanc-Massiv bei Hodler kennen, die hat er auch immer wieder in seinen Bildern zitiert, vor allem in den 30er Jahren. Es ist die Welt des Hochgebirges, es ist die Welt Nietzsches, es ist die Welt des au-delà de la peinture, jenseits der Malerei, ein Begriff, den Max Ernst bereits 1921 für seine erste Ausstellung in Paris herangezogen hat. Au-delà de la peinture bezieht sich natürlich auf Nietzsches Jenseits von Gut und Bös. Es sollen hier Grenzen überwunden werden, es soll eine gewisse Ethik, eine bürgerliche Ethik außer Kurs gesetzt werden. Die Entwicklung von Max Ernst unterstreicht es auf fabelhafte Weise. Die ersten Bilder, die du uns vorgeführt hast, diese Bilder, die noch unter dem Eindruck von Chagall, von Macke und so weiter entstanden sind, vom Expressionismus, sind im Grunde Zeichen einer gewissen Appetitlosigkeit. Schon vor Beginn des Ersten Weltkriegs malt er nur gewissermaßen als Dilettant bewusst. Er hat auch nie eine Akademie besucht. Er hat sich immer als Sonntagsmaler bezeichnet. Und er sagt alles, weil er anfangs gar keine Möglichkeit hatte, an anderen Tagen als am Sonntag zu malen, weil er arbeiten musste. Und er sagte, sein Metier, alles, was er brauchte, hat er seinem Papa abgeschaut, einem taubstummen Maler, der sehr schöne Kopien gemacht hat nach Raphael und dabei auch das Prinzip der Collage eingeführt hat. Er hat zum Beispiel in seinen Bildern in einer Version der Disputa von Raphael den Gegnern der Kirche die Köpfe der persönlichen Gegner seines Vaters in Brühl eingesetzt und auf der anderen Seite die Köpfe der Honoration, die der Vater und die Familie schätzte. Also so gesehen hat Max Ernst schon als Kind hier ganz wichtige, vielleicht wichtigere Antriebe bekommen als durch den Besuch einer Akademie. Und auch eine Sache war für ihn wichtig, wie er mir sagte, was sein Realitätsgefühl untergraben hat. Eines Tages malte der Vater einen Blick im Garten mit den Bäumen. Und er brachte dann das abends ins Haus und zeigte das Bild und sie schauten zusammen durchs Fenster und auf dem Bild war ein Baum, der sich im Garten nicht befand. Max Ernst hat keinen Baum gepflanzt, sondern er ging in den Garten und schlug den Baum ab. Nicht auf die, der Vater. Vater Ernst schlug den Baum ab, um die Realität wieder ins Lot zu bringen. Max Ernst zieht dann, wie gesagt, er war auf der Universität, er studiert Kunstgeschichte, er studiert Philosophie, französische Literatur und Literatur und er ist sicher einer der ersten bewussten Leser von Freud. Er ist sicher der Erste, der die Traumdeutung bewusst gelesen hat und auch das Inventar der Traumdeutung, den Unterschied zwischen manifestem und latentem Trauminhalt für seine eigenen Bilder herangezogen hat und dadurch erkannt hat, wie entscheidend es ist, die Trennung im Traum festzuhalten zwischen Erklärbarkeit und Unerklärlichem. Und das ist auch irgendwie der Grundtenor des Werks von Max Ernst, dass er Bilder geschaffen hat, vor denen wir stehen, die uns
nicht nur Rätsel aufgeben, es ist mehr als Rätsel. Nämlich zu Rätsel gibt es ja die Lösung. Wir finden das in jeder Zeitung. Lesung und Lösung bitte auf Seite 36 unten. Für Max Ernst soll es keine Lösung geben. Auch geradezu im anthropologischen Sinne, im theologischen Sinne gibt es keine Lösung. Und oft standen wir vor seinen Bildern und ich in meiner jugendlichen, damals noch Fantasie interpretierte seine Bilder und er hörte zu und sagte, ja, das ist ganz schön, das kann man sagen, sicher, das kann man sagen. Man kann das sagen, man kann interpretieren, was man will, aber man darf nicht ausdeuten. Es gibt keine grundsätzliche Antwort seiner Bilder, auch für ihn nicht. Vor Oedipus Rex, Sie werden sehen, dieses grandiose Bild mit diesen zwei Nüssen am Eingang der Ausstellung, Nussknacker der Seele, man kann an dieses große Wort aus der deutschen Romantik denken, das sind auch Bilder, die für Max Ernst ständig fremd geblieben sind. Und ich habe im Grunde im Umgang mit ihm nur gelernt, dass die Bilder uns eines beibringen sollen und auf eine Frage zu verzichten, ohne die wir im Grunde nie auskommen, was bedeutet das? Und die Bilder letztlich stellen an uns die Frage, die drehen die Frage auf den Kopf und fragen uns, was bedeutest du? Und diese Verunsicherung des Betrachters durch das Werk ist sicher etwas ganz Entscheidendes, was Max Ernst in die Kunst des 20. Jahrhunderts eingeführt hat. Deshalb gibt es bei ihm auch eine offenkundige und nachweisbare Faszination durch Kafka. Also eben diese Bilder wie Oedipus Rex und die anderen Bilder dieser frühen Dada-Zeit sind zeitgleich mit den Romanen von Kafka entstanden und es sind auch unentschlüsselbare Werke. Max Ernst war übrigens derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Kafka sehr früh ins Französische übersetzt wurde und er hat selber einige Texte von Kafka in den 30er Jahren illustriert. Darunter die Sorge des Hausvaters, also ganz entscheidende Begegnung zwischen Max Ernst und Kafka, wieder unter dem Zeichen des Unverständlichen, Unerklärbaren. Und ich fragte ihn einmal, was war für dich die größte Begegnung der Nachkriegszeit, als du wieder aus Amerika zurückkamst? Dann sagt er zweifellos, Warten auf Godot von Bennett. Und das gehört auch in diese Faszination, eine Frage zu suchen und keine Antwort zu geben. Ich nahm dann Max Ernst zu Beckett mit und das war eine wunderbare Begegnung, auch sehr anekdotisch, weil sie auch beide einmal eng mit Peggy Guggenheim liiert waren. Und als Ergebnis entstand dann ein Buch, ich forderte beide auf, ein Buch zu machen, Erinnerung an dieses Treffen. Und daraus entstand eine Publikation, die wir auch hier in der Ausstellung zeigen, aus einem aufgegebenen Werk, ein kürzerer Text von Beckett in drei Sprachen, in Englisch, Französisch, Deutsch. Und zu jeder Sprache hat Max Ernst eine andersfarbige Version einer wunderbaren Farbradierung geschaffen, die etwas über den Geist der Sprache ausdrückt. Max Ernst Werk, wir können es spielerisch sehen, aber Max Ernst spricht selbst von der Aggressivität und Erhebung, die sein Werk vermitteln soll. Aggressivität erkennen wir, die Aggressivität ist sehr stark. Und sie ist auch sehr stark, weil sie sich immer wieder an politisch nachweisbaren Fakten entzündet. Es ist auf den ersten Blick nicht eingängig, wenn man sagt, Max Ernst war auch ein Historienmaler des 20. Jahrhunderts. Aber ich behaupte, er war ein Historienmaler des 20. Jahrhunderts. Ein Beispiel dafür, das großartige Bild, das wir in der Ausstellung haben, das den Umschlag unseres Katalogs
Siehe, dieses Bild malte Max Ernst 1937 den Hausengel, und zwar in einer Zeit, als er sehr viel mit Picasso zusammen war. Er erzählte mir, Picasso kam fast täglich zu mir, weil ich einen guten Wein hatte, und Picasso malte damals Guernica, und er sagte, der Hausengel war meine Antwort auf das Franco-Regime. Und wenn Sie das Bild näher betrachten, sehen Sie auch wieder, bei Max Ernst ist ja alles verklausuliert, deshalb kann auch die Interpretation von Max Ernst immer weitergehen. Und das ist auch für den jüngeren Kunsthistoriker und Freunde der Kunst faszinierend, weil immer neue Wege sich auftun. Wenn Sie näher hinschauen, ist die Grundstruktur des Hausengels ein Hakenkreuz. Schauen Sie sich das Bild als Ganzes mal an. Sie sehen dahinter als Struktur ein Hakenkreuz, das Max Ernst zu dieser widersinnig schlimmen Figur umgedeutet hat. Oder als er noch in den 40er Jahren im amerikanischen Exil das Bild Rheinische Nacht malte, und ich ihn frage, wie kam es dazu zu diesem Bild, sagte er, selbstverständlich, ich hörte am Rundfunk, dass meine Heimatstadt Köln, die eine der schönsten Städte Europas war, zerbombt wurde und dass die herrlichen romanischen Kirchen zerstört wurden. Dann malte ich dieses Bild, die Rheinische Nacht. Und wenn Sie dieses Bild sehen, das wir auch in der Ausstellung haben, sehen Sie Ruinen und Sie sehen vor allem keine Menschen mehr. Es gibt nur noch lemurenhafte Wesen, die überdauert haben. Das ist eine ganz entsetzlich präzise Aussage über einen apokalyptischen Zustand. Versteht das Claude Lévi-Strauss, der mit Max Ernst eng befreundet war und der auch sagte, dass er Max Ernst sehr viel verdankt, vor allem der Collage, ich werde das nachher noch kurz erläutern, er sagte, das sind Bilder von Max Ernst, wo man nicht weiß, zeigen sie die Welt, bevor der Mensch erschienen ist, oder zeigen sie die Welt, nachdem der Mensch aus der Welt verschwunden war und nur noch Insekten übrig geblieben sind. Und solche grundsätzlichen Aussagen finden wir viele im Werk, und auch die letzten Bilder, die so harmonisch wirkenden, wunderbaren, interstellaren Räume hier mal, sind auch nicht nur Harmoniebilder. Sie zeigen auch, wie plötzlich die anthropozentrische Darstellung nicht mehr möglich ist, wie plötzlich die Sterne, die Sternenwelt, die Unendlichkeit des Universums auch etwas Bedrückendes hat und etwas, was den Menschen auf der Erde in Frage stellt. Aber zur Collage zurückzukommen, das ist die Grundideologie, die Max Ernst in die Kunst und ich würde sagen in die Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts eingeführt hat. Im Unterschied nämlich zum Papier Collé, der Kubisten, hat die Collage bei ihm eine völlig andere Funktion. Er baut aus Dingen, die weggeworfen wurden, die niemand mehr beachtet hat, neue, unglaubliche, verblüffende Welten auf. Er betreibt, und das ist sicher auch die Erfahrung der Notzeit nach dem Ersten Weltkrieg, das ist auch die Erfahrung der Zerstörung, des Tötens im Ersten Weltkrieg, mit den Mitteln der Anatomie, mit den Mitteln des Sezierens, mit Skalpell und Schere, baut er diese Werke zusammen. Und zwar so perfekt, dass man die Schnittstellen nicht entdecken kann. Wenn Sie oben vor die Bilder drehen, auch die Bilder sind Resultat weitgehend von Umgang mit Collage-Elementen, von einem Material, das er in beliebigen Zeitschriften, banalen Zeitschriften, nie im Bereich der Kunst aufgefunden hat. Sie finden nicht die Schnittstelle, Sie wissen nicht, wo Max Ernst das Messer angesetzt hat. Man könnte also sagen, die perfekte Collage, so wie sie Max Ernst betreibt, ist im Grunde das Äquivalent zum perfekten Verbrechen. Man darf keine Indizien sehen. Und dass es Max Ernst gelungen ist, aus diesen so diversen Elementen eine neue Welt hervorzuzaubern, ist was Einzigartiges.
Es ist etwas absolut Modernes, nämlich dahinter steckt das, was auch heute die Künstler heranziehen, was wir heute in der Gesellschaft heranziehen müssten, um zu überleben. Es ist Recycling. Nichts darf verloren gehen. Alles kann verwendet werden. Alles kann eine neue Metamorphose erleben. Und so bisher, glaube ich, ist die Botschaft von Max Ernst, die wir erst nach und nach herausfinden können und die dank dieser großartigen Ausstellung an diesem wunderbaren Platz sicher auch neue Aspekte eröffnen wird, weil es ist eine Welt, die nie abgeschlossen ist. Deshalb wünsche ich Ihnen allen viel Spaß und viel Erfahrung mit dieser Ausstellung. Und noch einmal vielen Dank, dass Sie zugehört haben und vielen Dank für die herrliche Mitarbeit hier an der Fondation Bayern.